heiße Luft machen? Ja, können Sie? Gut. Na dann, Leinen los, Luft in den Ballon und auf nach irgendwo! Noch ein bisschen. Jawohl, wir fliegen! Schaut mal da unten, Frankfurt! Italien! Pakistan, ach geht das schnell. Und dort hinten sehe ich einen riesengroßen Berg. Mehr Luft, mehr Luft, mehr Luft. Das war ja eine Bruchlandung, oder? Hat sich jemand verletzt? Also wir sind hier auf einem riesigen Berg gelandet. Hier geht's unglaublich weit nach unten. Ich schätze, näherungsweise, ungefähr, nicht ganz genau, über den Daumen gepeilt, plus, minus, vielleicht so 8.848 Meter nach unten. Hier, wa? Ja. Wisst ihr, wo ihr seid? Auf dem höchsten Berg der Welt, dem Mount Everest, hier in Mannheim, mit der alten Feuerwache. So, gut, dann können wir jetzt ein Berglied singen. Bitte nehmt mal alle eure Bergmützen hervor. Ja, sehr schön. Das Berglied. Dort hinten liegt ein großer Berg, da will ich hin. Nach Bergesluft und Sonne steht mir heut der Sinn. Drum schnür ich meinen Rucksack und die Schuhe zu, alle Schuhe zu, und sing ganz laut mein kleines Lied vom Berg dazu. Steht mal auf! Von der Stirn. Ich mach den Mund schnell zu, sonst tropft es noch ins Hirn. Am Wegesrand steht eine Kuh und die macht. Am Wegesrand stehen viele Kühe und die machen. Und neben der Kuh, da steht aus gegebenem Anlass ein Pferd und das macht. Und hinter dem Pferd, da kommt ein Elefant und der macht. Ich sing ganz laut mein kleines Lied vom Berg dazu. Könnt ruhig mitsingen.
Jetzt setzt euch mal wieder hin. Endlich oben schau ich in das weite Tal. Welch herrliches Gefühl, vergessen all die Qual. Doch plötzlich fällt herab vom Himmel grünes Licht. Und schwebend in der Luft ein fremdes Wesen spricht. Ende vom Berglied.